Hi zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu einem Video. In diesem Video heute teste ich eine App. Too Good To Go nennt sich diese App. Diese App ist dafür da, um Lebensmittelverschwendung entgegenzuwerfen. Es wird ja sehr viele Lebensmittel immer noch weggeworfen. Und zu einem kleinen Preis kann man dann die Lebensmittel nach Ladenschluss abholen. Man kauft die auch mit der App Too Good To Go. Das kann man zum Beispiel auch mit Apple Pay bezahlen. Ich habe 3 € bezahlt. Jetzt für Backwaren. Um 12 Uhr macht ein Bäcker hier in der Nähe irgendwo zu. Und ja, dann werde ich da jetzt hinfahren um 12.20 Uhr und das abholen. Und es ist tatsächlich schon so ungefähr 12 Uhr jetzt. Das heißt, ich gehe jetzt los. Oder ich fahre jetzt los mit meinem Auto, hole das ab. Und dann zeige ich euch gleich, was da alles drin ist. Und erzähle ich noch mal ein bisschen mehr darüber, warum ich das gemacht habe. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit den Backwaren wieder. Ich bin voll gespannt. Ich bin ja voll der Fan davon, auch von Sneak Preview, dass man so überraschen wird, was man, was man sieht oder was man bekommt. Ich finde das cool. Ich mache das Video, weil ich gestern Nacht oder spät abends noch ein Video gesehen habe von so Franklin, der auf einem Video, wo ein YouTuber 3 Mahlzeiten bei Too Good To Go geholt hat. Reagiert hat und ich mache das jetzt alles, also mache das quasi nach und wurde davon inspiriert, das auch zu machen. Und ich finde, die App ist gut und ich promote die gerne, wenn die gut ist. Aber wir müssen erstmal abwarten, was wir bekommen. Es kann auch voll der Reinfall sein, das weiß ich jetzt natürlich immer noch nicht. Seid gespannt, was ich alles so bekomme. Ich bin auch gespannt, was ich bekomme. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe eine meiner Lieblingsbrote, das heißt glaube ich Doppelback, bekommen. Die Hälfte, also ist auch gut, weil ich bin ja alleine. Das heißt, es reicht für die nächsten Tage. Sehr gut. Das hat auch allein schon Wert. Ein ganzes Brot kostet schon 3 € irgendwas. Also zumindest früher. Ich möchte wissen, was da drin ist. Ich bin schon sehr hyped. Ich bin mal gespannt, was da noch so in dem Brötchen, ob da Brötchen oder irgendwas anderes drin sind. Dann gucke ich mal. Da ist so ein Laugenbrötchen drin, voll geil. Also ich habe die Ewigkeit nicht gegessen, aber sieht gut aus, kann man sich schön machen. So eine Stange, so eine Käsestange, ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich teste gleich auch ein paar Sachen davon. Ein normales Brötchen, so normal. Das Brötchen. Hier ist noch so ein Sesambrötchen, oder das ist auf jeden Fall auch ein Brötchen. Ein Mohnbrötchen. Nochmal so ein Sesambrötchen heißt das, glaube ich. Ich kenne mich da echt nicht aus. Ich hole mir fast nie Brötchen. Hier ist nochmal so ein normales Brötchen. Das ist auf jeden Fall, also das ist komplett normal. Das andere weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, wie die heißt, wirklich. Da ist auch noch so ein normales. Und hier so ein Sesamsemmel, wie auch immer, so Sesambrötchen, also das heißt ja hier Brötchensemmel. Interessant, also warte mal, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Brötchen und so ein halbes Dings und dann noch so ein Laugenteil, was man auch sich richtig machen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, was man sich da am besten drauf macht. Oder ob man so isst. Ich möchte das hier probieren. Das sieht auch sehr extravagant aus, was das ist. Einfach eine Käsestange. Schmeckt auf jeden Fall. Kann man essen. So eine Käsestange. Das probiere ich so ohne trocken. Mal gucken, ob wie das schmeckt. Ich
Schmeckt lecker, da mache ich mir gleich aber irgendwie Wurst oder so drauf. Ja. Fazit, wir haben echt viele Brötchen bekommen. Insgesamt mit dem hier 8 Brötchen und so ein ganzes, so ein halbes Brot. Das ist voll viel für 2 Euro. Das wird normalerweise 9, das kostet aber nur 3 Euro. Es lohnt sich auf jeden Fall von der Menge her, aber für eine Person alleine, ich kann das nicht alles aufessen. 7 Brötchen, das esse ich nicht dann heute oder morgen auf. Da habe ich noch bis Montag locker was von. Von dem Brot will ich mal gar nicht reden. Das hält auch sehr lange. Aber von der Menge her, also für einen alleine lohnt sich jetzt das. Bei dem Bäcker hat sich das nicht gelohnt. Für mich alleine, wie gesagt, 7 Brötchen. Das ist auch auf jeden Fall mehr als 3 Euro wert. 9 Euro hätte das jetzt nicht wert. Wenn das jetzt 9 Euro gekostet hätte, das wäre, glaube ich, weniger wert. Ich kann das aber auch nicht so gut einschätzen, weil ich nicht so oft Brötchen hole. So ein Brötchen kostet ja eigentlich so ein normales Brötchen. So, weiß nicht, je nachdem, wo man es holt, zwischen 30 und 40 Cent oder so. Ich weiß gar nicht. Ich kenne mich mit den Preisen von Brötchen echt nicht so gut aus, weil ich das echt selten hole. Immer nur für die Familie halt, wenn ich zur Familie fahre. Auf jeden Fall, ich denke, vom Preis her hat sich das schon gelohnt. Allein schon das hier schon die Hälfte von 3 Euro wert. Also das weiß ich nur ungefähr, wie viel es gekostet hat. Zumindest als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich ja regelmäßig Brot oder Brötchen geholt. Weil jetzt, seitdem ich alleine wohne, mache ich das eigentlich fast nie. Weil für mich alleine habe ich nie Bock, morgens Brötchen zu holen. Ich bin nicht so der Morgenmensch. Ja. Wie gesagt, man kann es gut essen. Also ich denke mal, die schmecken auch, die Brötchen. Ja. Aber wie gesagt, für einen alleine würde ich das nicht empfehlen. Das ist zu viel für einen Tag. Ich habe jetzt aber für 3 Euro theoretisch gesehen, Essen für mehr als den ganzen Tag. Ich könnte mich davon heute den ganzen Tag ernähren. Aber wenn ich noch mal andere Sachen testen sollte, ich kann das doch immer nur einzeln testen, anstatt die Person, die das getestet hat, 3 am Tag. Ich kann auch nur einen am Tag testen. Falls ich es öfter mal machen soll, die App zu testen. Also wie gesagt, man bekommt sehr viel. Wie viel der genaue Warenwert ist, kann ich nicht sagen. Weil ich nicht weiß, wie viel ein Brötchen da gekostet hätte bei dem Bäcker. Es ist auf jeden Fall genug. Also, ich bin zufrieden. Ich esse jetzt erstmal was, ich habe Hunger. Ja, und euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video, eure Anna. Ciao.